ist eine Gebärmuttermeditation für euch Frauen, die sich mit ihrer Schöpferkraft, mit ihrer Kreativität verbinden wollen. Du legst dich jetzt bequem auf den Boden, am besten auf eine Matte. Du kannst dich auch gerne zudecken. Schau, dass deine Füße dabei frei bleiben, dass du ganz entspannt und locker auf dem Boden dich mit Mutter Erde verbinden kannst. Am besten deine Füße etwa mattenbreit auseinander, deine Arme etwas weiter vom Körper entfernt, die Handflächen nach oben. Und so kannst du erstmal ganz sanft deinen Hinterkopf in den Boden pressen, dabei dein Kinn Richtung Brustbein bringen und dann wieder lösen. Dann kannst du mal ganz bewusst in deinen Kiefer hineinspüren und deinen Kiefer ganz locker lassen, deine Zunge im Mundraum ganz sanft und locker lassen. Und dann nehme mal einen tiefen Atemzug, sodass sich deine Bauchdecke hebt. Und dann atme vollständig aus. Atme noch einmal tief ein, fülle dich mit Lebenskraft, Lebensfreude. Und beim Ausatmen lass alles Alte und Verbrauchte in Mutter Erde abfließen. Und so atme noch ein drittes Mal ganz tief ein. Und alles Alte, Verbrauchte gib an Mutter Erde ab. Mutter Erde nimmt immer gerne alles von dir auf und kann es für dich transformieren. Und dann kannst du beide Hände auf deinen unteren Bauch legen, unterhalb deines Bauchnabels. Und hier die Wärme spüren, die jetzt in deinen Unterleib hineinfließt. In deine Gebärmutter. Deine Gebärmutter ist dein Energiezentrum. Es ist der Sitz deiner Schöpferkraft, deiner Lebenskraft. Und das ist die Verbindung zur Urmutter, zur Urgöttin, Mutter Erde. Und so ist es gut, dich mit deiner Gebärmutter zu verbinden, um hier in deine Kraft zu kommen oder in deiner Kraft zu bleiben. Wir Frauen haben oft die Angewohnheit, Verspannungen, Stress, Traumata in unsere Gebärmutter zu packen. Und so können Blockaden entstehen und auch die Menstruationsbeschwerden. Und indem du dich mit deiner Gebärmutter verbindest, eine Meditation für sie und mit ihr ausführst, kannst du versuchen, diese Blockaden mehr und mehr zu lösen. Und du wirst wahrscheinlich auch feststellen, dass deine Menstruation weniger intensiv, weniger schmerzhaft verläuft. Es kann auch sein, dass deine Menstruation zu einem anderen Zeitpunkt einsetzt. Normalerweise menstruieren wir Frauen immer zu Neumond. Und es kann sein, dass je mehr und je länger du diese Meditationen für deine Gebärmutter durchführst, dass sich das diesem natürlichen Zyklus angepasst an die Monden angleichen wird. Und auch wenn deine Gebärmutter schon operativ entfernt wurde, ist sie doch als energetischer Körper noch da und immer noch dein Energiezentrum. Und auch wenn dein Menstruationszyklus schon aufgehört hat, wirkt diese Gebärmuttermeditation wohltuend auf dein Energiezentrum. Und so kannst du mit dieser folgenden Meditation alten Schmerz, alte Scham, alte Ängste transformieren und deine Zellen für das Neue in Liebe öffnen. Und so kannst du erwachen und erblühen zu deiner vollen Größe und in deinem vollsten Glanz erstrahlen. Und so gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deine Gebärmutter hinein und stelle dir vor, wie ein kleines Samenkorn in deiner Gebärmutter liegt und bereit ist zu wachsen. Und nun stelle dir jetzt vor, wie aus diesem kleinen Samenkorn ein kleiner Keim emporwächst.
und beginnt größer zu werden. Es ist ein Samenkorn eines Baumes, deines Gebärmutterbaumes. Und es wächst und wächst in die Höhe. Und jetzt stell dir vor, was ist das für ein Baum? Ist das vielleicht ein kleiner Apfelbaum oder eine Palme oder eine alte, knorrige Eiche? Lass deinen Baum nun immer größer werden. Die Blätter rascheln im Wind. Vielleicht hängen auch Früchte an den Ästen oder Blüten. Male dir deinen Gebärmutterbaum aus. Vielleicht sind auch Tiere in deinem Baum. Vielleicht sitzt ein Vogel und zwitschert oder ein Eichhörnchen. Vielleicht glitzern die Blätter im Sonnenlicht oder von frischem Tau. Genieße deinen Baum. Fühle diese Stärke, diese Kraft, diese sich der Sonne entgegenstrecken, diese Fülle. Lasse deinen Baum ganz langsam wieder kleiner werden, sich zurückziehen, hinein in deine Gebärmutter. Lass ihn immer kleiner werden, bis er wieder in das Samenkorn zurückkehrt. Das Samenkorn in deiner Gebärmutter liegt. Und so bedanke dich bei deinem Baum, bei deinem Samenkorn und bei deiner Gebärmutter, deinem Energiezentrum. Und spüre dieser Lebensfreude, dieser Kraft noch einmal nach. Und sei dir bewusst, dass diese Kraft immer in dir steckt, sie dich immer begleitet. Und du mit dieser Kraft in deinem vollen Glanz erstrahlen kannst. Und so kannst du wieder einen tieferen Atemzug nehmen. Kannst wieder hier in deinem Raum auf deiner Matte ankommen. Kannst ganz langsam mit deinen Fingerkuppen spielen, mit deinen Zehen wackeln. Kannst die Bewegungen langsam sanft und liebevoll größer werden lassen. Du kannst deine Handgelenke kreisen, mal in die eine und mal in die andere Richtung. Kreise auch mit deinen Fußgelenken, auch hier in die eine und mal in die andere Richtung. Und dann nehme mal die Arme nach hinten und strecke dich, gähne, seufze, stöhne. Spüre deinen Körper, fühle dich lebendig. Und so kannst du deine Knie Richtung Brustkorb nehmen und mit deinen Händen deine Schienbeine umfassen und
so deinen unteren Rücken in die Länge ziehen. Und dann kannst du mit den angewinkelten Beinen dich auf deine rechte Seite drehen, kannst dich gedanklich oder auch mit deinen Armen dich selbst umarmen, deine Hände auf die gegenüberliegenden Schulter legen und mit dir selber kuscheln, dich bei dir selbst bedanken, dass du immer seit deinem ersten Atemzug für dich da bist, dass du deine beste Freundin bist, die sich immer um dich sorgt, die genau weiß, was du brauchst und sich liebevoll um dich kümmern kann. Und so kannst du folgende Affirmation für dich im Stillen wiederholen. Ich bin in meiner Schöpferkraft und bringe meinen strahlenden Glanz in die Welt. Ich bin in meiner Schöpferkraft und bringe meinen strahlenden Glanz in die Welt. Und dann kannst du dich mit deiner linken Hand abstützen und dich nach oben bringen, zum Sitzen bringen. Wenn du ein Sitzkissen hast, dich gerne auf dein Sitzkissen setzen, die Augen schließen, die Hände auf deinen Oberschenkeln ablegen, die Handflächen nach oben geöffnet und dann nehme noch einmal einen tiefen Atemzug und atme vollständig aus. Atme noch einmal tief ein und alle verbliebenen Anspannungen gib ab an Mutter Erde. Noch ein drittes Mal tief einatmen, Lebenskraft, und alles Alte, Verbrauchte ausatmen. Und so kannst du nun in Stille noch 2 Minuten meditieren und nachspüren. Und zum Abschluss möchte ich dir noch einen sehr alten Text, ein Lied der Sternengöttin vorlesen. Das ist ein sehr berühmter Text aus der englischen Hexenbewegung. Das Lied der Sternengöttin. Hört die Worte der Sternengöttin, zu deren Füßen die Weite des Himmels wie Staub liegt und deren Leib das Universum umkreist. Ich, die ich die Schönheit der grünen Erde bin und die weiße Monden unter den Sternen und die Mysterien der Wasser, ich rufe eure Seelen, sich zu erheben und zu mir zu kommen. Denn ich bin die Seele der Natur, die das Universum lebendig macht. Aus mir gehen alle Dinge hervor und zu mir müssen sie zurückkehren. Verehrt mich jauchzenden Herzens, denn siehe, alle Akte der Liebe und Freude sind meine Rituale. Lasst in euch sein Schönheit und Kraft, Macht und Mitgefühl, Ehre und Demut, Heiterkeit und Ehrfurcht. Und ihr, die mich erkennen wollt, wisset, dass all euer Suchen und Sehnen vergeblich sein werden, wenn ihr das Mysterium nicht kennt. Wenn ihr das, was ihr sucht, nicht in eurem Inneren findet, werdet ihr es im Außen niemals finden. Denn siehe, ich bin bei euch gewesen von Anbeginn, und ich bin es, zu der ihr gelangt, am Ziel eures Verlangens.